Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, darf Sie wieder mal herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Ausgabe des Interessant Hotels Magazins. Der September ist da und natürlich darf das traditionelle Oktoberfest bei uns im Interessant Hotels auch nicht fehlen. Und zu meiner Linken, die beiden Wiesenwirte, Gary und die Sabine, werden uns jetzt sofort erzählen, was es alles dieses Jahr zu sehen gibt. Ja, grüß euch, liebe Mundi-TV-Zuseher. Ja, es ist wieder soweit, Wiesenzeit. Ein Jahrl ist jetzt gerade so im Nu vergangen und wir machen wieder totale Wiesenstimmung in Delfs. Ja, geben tut's wie immer das beliebte Paulaner Oktoberfestbier. Nach der Herbstzeit gehört natürlich der frische Sturm dazu. Bei uns an der Bar, vorm Zelt, jede Menge an Longdrinks, Schnapseln und fürs Kulinarische nachher, fürs leibliche Wohl, die Sabine mit ihrem Team zuständig. Ja, wie jedes Jahr bei uns, so bayerische Schmankerl, da gehört natürlich wieder die halbe Henne dazu und die Weißwurst mit dem süßen Senf und der Breze, dann haben wir auch Bratwurst und noch viel mehr. Ich würde mich freuen, wenn es alle kommt und dass es eigentlich gut schmeckt und dass das Wetter passt, hoffen wir natürlich auch. Ja, danke Sabine für das Stichwort. Apropos Wetter, falls es der Petrus nicht gut mit uns meint, werden wir es um eine Woche verschieben, jedoch werden wir euch alle rechtzeitig darauf hinweisen. Abgesehen von den kulinarischen Köstlichkeiten haben wir am Freitag, den 27. September von 14 bis 18 Uhr die allseits bekannten Alpenpreis Tirol auf der Bühne. Und am Samstag, dem 28. September, gibt es um 11 Uhr den offiziellen Bieranstich und den Einzug der Blaskapelle Oberhofen, sowie anschließend bis 13.30 Uhr ein Konzert der Blaskapelle Oberhofen und von 14 bis 18 Uhr stehen die Huber-Jockel-Burm auf der Bühne. Das gesamte Oktoberfest, Freitag und Samstag, startet jeweils um 11 Uhr und die Wiesenwirte freuen sich, glaube ich, ganz besonders drauf, bis 20 Uhr euch bewirten zu dürfen. Zwei Tipps habe ich noch für Sie. Dirndln und Hemden werden am besten aufbereitet in der Textilreinigung Klotz bei uns im Intercenter im EEG. Und für ein strahlendes Aussehen haben wir auch im EEG unseren Bijou Brigitte. Dazu passend zum Dirndl haben wir den Halsschmuck, die Ohrringeln und das Armbandel. Aber am besten ist, schaut's vorbei. Ja, vorbeischauen lohnt sich. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, somit sind wir am Schluss des heutigen Intercenter Tales Magazins und ich freue mich ganz besonders, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen am Freitag und am Samstag von 11 bis 20 Uhr, wenn es wieder heißt Wiesenzeit im Intercenter Tales. Alles Gute fürs Oberland. Der Freddy hat noch etwas vergessen. Für uns Kinder gibt es noch Guzzi-Standl und ein Kinderkarussell und noch Brezenstandl. Ich schaue mal vorbei.